wenn ein Psychopath dir etwas antut, tut es dem nicht leid. Es kann gut sein, dass er das aus reiner Langeweile macht. Also zum Beispiel Hannibal Lecter, da gibt's. Susanne, wenn wir jetzt von den Tatorten dieser Welt sprechen, also wenn du irgendwo hingehst und da erstellt erstmal Täterprofil. Jetzt sagtest du, 1% der Weltbevölkerung sind Psychopathen, dann gibt es mit Sicherheit noch Narzissten, es gibt die Pfeifen, du hast ja das ganze Sortiment da. Wer sind denn Psychopathen, was machen sie und warum muss man unbedingt darauf achten, nicht mit einem langfristig den gemeinsamen Weg zu gehen? Wie erkennst du die überhaupt und was wollen die auch? Also Psychopathen sind sehr schwer zu erkennen, denn es sind letztendlich nur noch die gute Schauspieler sind, auf freiem Fuße. Lass mich das ein bisschen ausholen. 1% der Weltbevölkerung, laut Forschung seit nicht nur Jahrzehnten, sondern seit Jahrhunderten, immer konstant 1% der Weltbevölkerung, sowas wie ein Montagsmensch, das sind die schlüpfen, ohne dass ihr Draht zwischen Emotion und Kognition auf On geschaltet wäre. Das heißt, sie haben theoretisch Gefühle, haben aber diesen Bereich nicht auf An. Also es ist auf Standby. Und man könnte jetzt in der Medizin Psychopathen hervorragend diagnostizieren. Man schiebt den in MRT, dann erzählt man mit dem, zeigt dem Bilder oder spielt Musik. Und bei jedem Menschen leuchten die emotionalen Hirnregionen, je nach Charaktertyp. Bei den Extrovertierten ist da Kirmes und bei den Introvertierten mehr so Teelicht. Aber es ist immer aktiv. Beim Psychopathen nichts. Still ruht der See. Und nicht, weil diese Hirnregion gestört wäre, sondern einfach Standby, on, off. Also nicht on, sondern off. So. Wenn ich jetzt aber Menschen habe, die ohne jede Emotion durch die Gegend laufen, dann bedeutet das, ich habe da Menschen ohne Angst. Das könnte theoretisch nur zu deren Risikoproblematik führen, aber sie sind ja nicht im luftleeren Raum. Das heißt, ihre Risiken werden sich auf andere weiter erstrecken. Und dadurch, dass sie keine Angst kennen oder auch keine Gefühle insgesamt, haben sie auch kein Mitgefühl, auch keine Sympathie. Das bedeutet, wenn sie dir, Maxim, was antäten, täte es ihnen nicht leid. Sie hätten gar kein schlechtes Gewissen, weil ein schlechtes Gewissen auch intern ein Gefühl zu den eigenen Ethikwerten ist. Das haben sie nicht. Das heißt, wir haben jemanden ohne Angst, ohne Sympathie, ohne Mitgefühl, ohne schlechtes Gewissen. Und damit haben wir Menschen, die nicht aus einer Bösartigkeit heraus gefährlich sind, sondern quasi im Sinne einer Konstruktion. Sie sind in dem Sinne asoziale Wesen. Wesen, die nicht im sozialen Gefüge emotional eingebunden sind. Und wenn sie das nicht über ihre Werte klären, dass sie sagen, nee, die anderen Menschen sind auch wichtig, dann würden die sich jedem Menschen gegenüber verhalten, wie, ich sag mal, jeder Fleischfresser, jeder Bösartige so einem kleinen Schweinchen gegenüber. Der guckt dir in die Augen und sagt, du schmeckst bestimmt lecker. Also ich sag's mal so, weil sich das die wenigsten vorstellen können, weil es ja auch so außerhalb unseres Bezugsrahmens ist. Aber wenn ein Psychopath dir etwas antut, tut es dem nicht leid. Es kann gut sein, dass er das aus reiner Langeweile macht. Also zum Beispiel Hannibal Lecter, da gibt's eine Serie mit Mads Mikkelsen, ist herausragend gespielt. Herausragend. Du kriegst es nicht mit. Ich gebe aber einen heißen Tipp, wie man Psychopathen doch eher auf die Schliche kommen kann, weil es gibt ja nichts, was nicht ginge. Das wollen wir gleich dazu sagen. Also, als ich in der therapeutischen Ausbildung war, zur Transaktionsanalytikerin auch, hatten wir immer die Aufgabe, dass wir im Café oder sonst wie an der Bushaltestelle die Menschen beobachten, um gleichzeitig auch zu diagnostizieren. Also, dass man ganz schnell das macht, haben wir mit in die Supervision genommen, beschrieben und kriegten dann Feedback, ob wir halbwegs richtig liegen. Ich erinnere, eine Situation in einem Café gesessen zu haben und so in meinem Blick schräg, da waren Pärchen und die flirteten. Und da flogen die Herzchen quasi und es knisterte, genau wie hier bei Instagram gerade die Herzchen fliegen, flogen die da über die Wand. Ich dachte, holla, holla, das hätte ich auch gerne. Und dann musste sie wahrscheinlich zur Toilette und sich frisch machen. Und sie stand auf, drehte sich und sobald er aus ihrem Blickfeld war, bumm. Alles aus dem Gesicht raus. Und das ist ein Zeichen. Gefühle kommen pulsierend. Du kennst das, wenn du ein Lachflash kriegst. Dann hast du dich wieder eingekriegt, dann kommt es wieder hoch. Und dann musst du wieder grinsen. Und genauso ist es, wenn man in Wahrheit verliebt ist, dann grinst man wie so ein Honigkuchenpferdchen. Man sieht ein bisschen debil sogar auch aus. Man kriegt es aber nicht weg, weil das Gefühl ist da. So, und wenn sie sich dreht und es geht puff weg, dann hat er ihr das vorgespielt. Und wenn das so schnell geht, ist es entweder ein extrem guter Schauspieler und oder eben ein Psychopath. Und da war ich ziemlich sicher,
weil das so wirklich ohne jedes Gefühl, ohne alles war. So ein bisschen wie bei Raumschiff Enterprise Data, der Androide. Ne? So kann man sich das vorstellen. Das heißt, Psychopathen beobachtet bitte quasi von der Seitenansicht, wenn sie sich nicht beobachtet fühlen. Ist es glaubwürdig, was sie an Emotionen liefern? Oder wird es gespielt? Und ich glaube, wir kennen das alle, dass wir sagen, oh, das ist jetzt aber ein ganz schlechter Gebrauchtwagenverkäufer. Ja, also klischee-mäßig, bitte, nehmt es mir nicht übel. Der sagt, schön, dass wir uns sehen. Völlig übertrieben. Du denkst, oh Gott, ey. Die meine ich nicht. Sondern wo du merkst, oh, ich schwinge mit. Ja, das packt mich. Und dann ist auf einmal, bam, weg. Und ich denke, was ist jetzt gewesen? Und ja, da sind meine Gefühle benutzt worden, um mich gefügig zu machen. Und das ist das, was Psychopathen tun und können. Das ist die Gefahr, dass sie, indem sie selbst gar nicht involviert sind und auch per schlechtem Gewissen ethisch nicht packbar sind, dass sie eine Gefahr für die anderen, für die Lämmchen, für die Bambis sind, die sich das gar nicht vorstellen können, dass es Menschen gibt, die sich so verhalten. Also sie suchen immer nach dem Guten. Und selbst wenn es das gäbe, die Frage ist ja nicht, wie viel Gutes ist drin, sondern wie viel Schlechtes produzieren die. Also ich glaube, ich habe bei Gedankendanken oder Greater jetzt mal so einen coolen Spruch gesehen, den ich super finde. Und die sagten, du, das ist eigentlich ziemlich egal, wie du meinst, dass du bist. Wenn du im Stress die Leute anschnauzt, bist du einfach scheiße. Ja. Auch wenn du innerlich das Gefühl hast, du bist eigentlich ein ganz netter, in dem Moment bist du nicht nett. Und das ist die Welt. Das ist der Fakt. Also nicht umsonst sagt es auch im Volksmund und in der Bibel, an ihren Taten sollt ihr sie messen. Und das ist das, worum es geht. Es geht nicht um die Absicht, es geht um den Schaden, den sie produzieren. You will know them by their fruits. Genau, steht in der Bibel. Sehr, sehr schön. Susanne, jetzt habe ich drei Fragen direkt, weil du so schöne, tolle Dinge sagst. Vielen Dank schon mal jetzt. Frage Nummer eins, werden Psychopathen geboren oder werden sie vielleicht durch Landwechsel, Schicksalsschläge verlassen worden, dass sie verhärten? Ich werde nie vergessen, ich hatte mein Seminar bestimmt schon 6 Jahre her. Da war ein älterer Herr, ich würde sagen, der war so um die 45. Wir hatten damals sogar so diese pH-Streifen, mit denen man, um seinen eigenen pH-Wert zu messen. Das war der dunkelste, den ich mein ganzes Leben jemals gesehen habe. Also den, wir haben die alle auf die Zunge, ich habe ich damals ausgeteilt. Der Mann war um die 2 Meter groß, um die 50 Jahre alt. Und dann sollten wir, ich weiß gar nicht mehr welche Übung, irgendwas mit Gefühlen. Und dann sagte er, Wut und Brand kam er auf mich 20, 40 Minuten später an der Pause. Und sagt, Maxim, wie machst du das mit diesem Gefühl? Ich verstehe es nicht. Also ich glaube, Visualisierung und irgend sowas sollten wir machen. Dann hat er seinen pH-Streifen gezeigt und der war wirklich also fast schwarz-rot. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und Erkenntnis ist, der sagt, seit Jahren fühlt er nichts. Geboren oder so geworden? Oder geht beides? Beides geht. Psychopathen sind so geboren, aktueller Stand der Wissenschaft, auch in der Zwillingsforschung. Da gibt es ja viel Streit auch in der Forschung. Ich würde mich dem anschließen. Entgegen dazu, die Soziopathen sind so geworden, denen ist so viel Schmerz zugefügt worden, dass sie irgendwann gesagt haben, ab hier, ich fühle nicht mehr. Ihr könnt mich mal. Und die dann den Schmerz zurückgeben. Für die ist das das Abventilieren. Also genauso wie sich Opfer manchmal ritzen, ne, die dann sich so schneiden, um den Schmerz rausquillen zu lassen, fügen die Soziopathen anderen Schmerz zu, um selbst diese Entlastung zu haben. Die sind so gemacht worden. Und es gibt natürlich auch Leute, die sind nicht so schnell dran mit ihren Gefühlen, vom Typ her. Aber das ist was völlig anderes als ein Psychopath. Ich erlebe es bei Vorträgen auch so, dass Leute dann auf mich zukommen und sagen, ah, jetzt weiß ich, was ich bin. Genau, ich weiß, ich kann Leute alles machen lassen, was ich will. So, wenn dein Teilnehmer einfach nur Schwierigkeiten hatte, Zugang zu seinen Gefühlen zu bekommen, kann es ein biografisches Thema sein. Kann, muss nicht. Wenn er aber keine Gefühle hat und andere manipulieren kann, also wirklich wie an den Fäden ziehen, so zack, 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 Psychopath. War Adolf Hitler ein Psychopath? Nein, Narzisst. Warum? Guck dir mal die Reden an. Also bei Adolf Hitler gibt es ja vieles Spannendes mittlerweile, was herausgearbeitet wurde. Es gab ja jetzt weiß ich den Namen nicht, jetzt hast du mich erwischt. Also irgendein Freimaurer, der auch so einen Messiasdrang hatte die Idee, das muss ja alles umgekrempelt werden, natürlich hochgradig nationalsozialistisch der Typ, oder ich sag mal eher faschistisch, ne, so. Und suchte nach einem Messias. Und der hatte in München, in den Bierkellern, immer so kleine Runden gemacht und dann politisch gesprochen, das machte man damals so. Und da war ein junger Journalist quasi, der sollte mitschreiben,
das war Adolf Hitler. Und der erregte sich und redete und er konnte sich nicht benehmen und. Und das war Adolf Hitler. Und da hatte der Typ gesagt, also aus adligem, reichem Hause und Freimaurer, den kann ich aufbauen. Und dann haben die dem Hitler eingeredet, immer, du bist der Messias. Und der kam ja auch aus eher schwierigen Zeiten, also war jetzt auch nicht der beliebteste Knilch. Ne? Und dann hat er das irgendwann geglaubt und kriegte dann ja sein Ding. Aber auch da gibt es einen Guru, der da maßgeblich zu beigetragen hat. Es gibt irgendwo auf Netflix eine Serie, ich weiß nicht, wie die heißt, aber da könnt ihr mal forschen. Es ist hochgradig interessant, diesen Teil der Geschichte auch zu erfahren. Also ganz ehrlich, egal welchen Messias, richtig laut ihr vorne habt, die kommen selten ganz alleine dahin. Also auf dem Niveau, weltpolitisch, da sitzen noch ein paar andere dahinter, die die Fäden ziehen. Wunderschön. Susanne, wenn wir uns die vier Persönlichkeitstypen angucken, ja, also dominant, ich habe da eine andere Typologie, das erklärt sich leichter für die Normalsterblichen, also der Soziale, ja, der Introvertierte, Empathische, der Mitfühlende, dann gibt es den Emotionalen, der immer, alles klar, was geht, hey Leute, Party, dann gibt es den Praktischen, ja, das ist der Stratege, der Analytisch, und dann gibt es den Aktionsorientierten, also SEPA, sozial, emotional, praktisch oder aktionsorientierter. Also einer wie ein Donald Trump, der draufgeht, der Alpha ist, der den Ton angeben muss. In welcher finden wir die Psychopathen am ehesten? Gibt es in allen vier Boxen? Ja, überall. Alle vier. Da gibt es einen großen Streit in der Psychologie, weil die das gern bei den Roten haben wollen. Das sind so deine Aktiven. Das stimmt so aber fachlich schlichtweg nicht. Da ist mehr Ideologie dahinter als Fachlichkeit. Der, die das Psychopath, Männern wie Weiblein 50-50, kann mit jedem Charakter geboren sein. Also nochmal, das ist quasi, man könnte es wie eine Behinderung sehen. Nur wenn wir das als Behinderung deklarieren würden, wären sie nicht mehr vollumfänglich haftbar für ihre Taten. Das will ja keiner, weil sie bewusst völlig klar sind und wissen, was sie tun. Sie sagen sich nur, ich stehe halt oberhalb des Gesetzes. Ne? Ihr Idioten, macht mir euer Ding. Wenn du dir mal die beiden Streitkräfte oder die beiden Männer, die gerade die zukünftige Weltregierung USA ausmachen werden, mal anschaust als Profiler, den Donald und den Joe, auch wenn jetzt nicht zu sehr Politik, rein einfach nur vom Menschlichen, was du wahrnimmst. Joe Biden, Donald Trump. Ich mache ja ungern Aussagen in jegliche Politik. Also, dieser ist überhaupt ist auch gar nicht schlimm, Susanne, weil wir sind nur 1000 Leute hier, das passt. genau. So also, der toupierte Twitter-Troll. Wer wissen möchte, warum er da hingekommen ist, auf Netflix, und ich kriege keine Prozente übrigens von Netflix, die Dokumentation Cambridge Analytica, das ist gemacht. Guck mal. Cambridge Analytica, Dokumentation herausragend gearbeitet, Trump, auch der Brexit, das sind Dinge, die wurden gemacht. Das ist, glaube ich, wichtig für viele zu wissen, die sagen, wie kann so ein Idiot an die Macht kommen? Das ist gemacht. So, hochgradig maligner Narzisst, also bösartiger Narzisst. Das heißt, es reicht ihm nicht, on top zu sein, der andere muss sich quälen da unten und muss zerstört werden. Deswegen wird er auch gerne als Psychopath bezeichnet, was so nicht stimmt. Wäre er ein Psychopath, würde er nicht auf die Palme gehen, wenn man ihn beleidigt. So, also da habe ich dann auch schon gleich den Unterschied. Psychopathen, dem kann ich wirklich ans Bein pinkeln, da bleibt er ganz locker und denkt sich dann aus, wie er mich genüsslich fertig machen kann. Aber der wird nicht explodieren. So. Das ist cholerisch, das sind selten Psychopathen? Geht gar nicht, die haben ja keine Gefühle. Cholerisch verlangt ja letztendlich die Gefühle zu haben an dem Punkt. Weil einige haben hier schon reingeschrieben, dann bin ich Psychopath oder Soziopath. Ach, also entspannt euch. Wenn ihr Konflikt hattet die letzten 30 Tage, peace. Genau. Okay. So, Joe Biden hat da noch nicht so viel von sich gegeben. Man kann berechtigt befürchten, dass er vielleicht auch schon langsam sich dem Verfallsdatum nähert. Und er ist sicherlich Establishment. Was nicht verwunderlich ist. Was ich so schade finde ist, und nicht nur die USA, sondern die gesamte Welt, hat den Trend, du hattest von diesem Pendel gesprochen, ne? Erst total positiv, dann total negativ. Und so erleben wir es politisch auch. Es gab einen großen Trend, mal in Richtung Befreiung, echte Demokratie, auch wenn uns da viel vorgegaukelt wurde, ich sag mal so aus Marketingzwecken, gehen wir extrem wieder in so ein feudalistisches System. Das finde ich bedenklich. Und sehr, sehr schade.
Ich glaube, Biden muss sich da erst noch ein bisschen etablieren. Ich finde ihn logischerweise im Vergleich sehr blass. Muss aber auch sagen, ich kann nicht behaupten, dass die USA ansatzweise, auch nur ansatzweise, noch so mächtig wären, wie Sie das behaupten. Also ich würde eher auf die andere Seite der Weltkarte gucken. Da wird die Musik gemacht. Absolut wahr. Hast du dich schon mal gefragt, wie es sein kann, dass auf der Erde knapp 8 Milliarden Menschen leben, aber nur ganz, ganz wenige davon wirklich genial waren und es geschafft haben, aus der grauen Masse auszubrechen? All dieses praktische Erfolgswissen bekommst du in unserem Genie-Podcast hier. Und damit du nie wieder das Erfolgswissen auf diesem Kanal verpasst, kannst du den Kanal hier abonnieren.